Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors zur heutigen Vorstellung des Buches Schriften aus dem Ghetto von Rachela Auerbach. Ich begrüße die Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal und diejenigen, die uns an ihren Endgeräten folgen, denn diese Veranstaltung wird wieder live gestreamt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer, die uns von zu Hause aus oder anderswo verfolgen, haben auch die Möglichkeit, sich virtuell an der Veranstaltung zu beteiligen. Sie können per E-Mail Fragen stellen, die dann in der anschließenden Diskussion beantwortet werden. Die E-Mail-Adresse lautet diskussion@topographie.de. Diskussion@topographie.de. Diese Adresse wird während der Veranstaltung auch eingeblendet. Machen Sie bitte von der Möglichkeit Gebrauch und beteiligen Sie sich an dieser Veranstaltung. Vorgestellt wird uns heute ein Buch, das druckfrisch ist. Ich halte es mal hoch hier. Rachela Auerbach, Schriften aus dem Warschauer Ghetto, erschien soeben als vierter Band in der Reihe Studien zu Holocaust und Gewaltgeschichte vom Thurow College Berlin im Metropol Verlag. Es handelt sich dabei um eine Übersetzung aus dem Polnischen. 2015 erschien das Buch in Polen unter dem Titel Pisma z Getta Warszawskiego in der Reihe des Jüdischen Historischen Instituts. Das Buch wurde 2016 vom angesehenen polnischen Wochenmagazin Politika ausgezeichnet als historisches Sachbuch des Jahres. Herausgeberin des Bandes ist die polnische Judaistin Karolina Szymaniak. Die deutsche Übersetzung besorgte Sandra Ewers. Die Übersetzerin ist heute auch hier. Herzlich willkommen. Das Buch vereint Aufzeichnungen von Rachela Auerbach aus dem Warschauer Ghetto aus den Jahren 1941 und 1942. Rachela oder Rachel Auerbach war eine polnisch-jüdische Journalistin, Schriftstellerin und Mitglied von Onek Shabbat, dem von Emanuel Ringelblum geleiteten Untergrundarchiv des Warschauer Ghettos. Sie war eine von drei Überlebenden von Onek Shabbat. Darüber hören wir gleich noch mehr. Über die Autorin, ihr Leben und ihr Wirken erfahren wir mehr von unserem Gast, Professor Dr. Stefan Lehnstedt. Zunächst einige Worte zum Ablauf des Abends. Herr Lehnstedt wird zunächst einen kurzen Vortrag halten, uns die Autorin und das Buch vorstellen. Danach werden Eva Gerngroß und Marlon Brandt, Schauspielstudierende an der Universität der Künste Berlin, aus den Aufzeichnungen lesen. Dann gibt es einen zweiten Teil des Vortrags von Herrn Lehnstedt und abschließend werde ich dann mit ihm über das Buch sprechen und dann haben auch Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich möchte Ihnen Herrn Lehnstedt kurz vorstellen. Er ist Historiker und wurde 2008 an der Universität München promoviert mit einer Arbeit über die deutsche Besatzungsherrschaft in Warschau und Minsk. Der Titel der Arbeit lautet Okkupation im Osten, Besatzeralltag in Warschau und Minsk 1939 bis 1944. Die Studie erschien 2010. Er habilitierte sich 2016 mit einer Studie zur Besatzungsherrschaft in Polen im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Der Titel der Arbeit lautete Imperiale Polenpolitik in den Weltkriegen, eine vergleichende Studie zu den Mittelmächten und zu NS-Deutschland, 2017 erschienen. Nach Stationen am Institut für Zeitgeschichte in München und dem Deutschen Historischen Institut in Warschau ist Stefan Lehnstedt seit 2016 Professor für Holocaust-Studien und jüdische Studien am Thurow College hier in Berlin. Er lehrt und forscht zur deutschen Besatzung in Polen in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, zum Holocaust und zur polnischen Geschichte im 20. Jahrhundert. Zu diesen Themen hat er zahlreiche Publikationen veröffentlicht, die ich hier nicht alle aufzählen kann. Erwähnen möchte ich aber ein Projekt, ein sehr interessantes Projekt, das auch einen Bezug zu dem Buch hat. Ein Ausstellungsvorhaben gemeinsam mit seinen Studierenden und dem Haus der Wannsee-Konferenz realisiert. Eine Ausstellung unter dem Titel Verfolgen und Aufklären, Crimes Uncovered, die erste Generation der Holocaust-Forschung. Die Ausstellung wurde 2019 erstmals gezeigt im Auswärtigen Amt und ist seither an zahlreichen Orten zu sehen oder zu sehen gewesen. In Deutschland, in Österreich, in Frankreich, England, in der Schweiz, aber auch in den USA. In dieser Ausstellung über die erste Generation der Holocaust-Forschung spielt Rachel Auerbach ebenfalls eine bedeutende Rolle. Auch dazu gleich sicher mehr. Für seine Arbeiten ist Stefan Lehnstedt vielfach ausgezeichnet worden, in Deutschland, aber besonders auch in Polen. Er ist Mitglied in zahlreichen Gremien und Expertenkommissionen. Derzeit erarbeitet er mit Paweł Machcewicz ein Handbuch zur deutschen Besatzung in Polen von 1939 bis 1945, auf das ich bereits sehr gespannt bin. Herr Lehnstedt, schön, dass Sie bei uns sind. Sie haben das Wort. Applaus
Ja, Herr Mix, vielen Dank für die freundliche Einführung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Frau Riedle, liebe Jane, ich freue mich, dass Sie gekommen sind und sich für dieses wunderbare Buch interessieren. Es war uns am Touro College möglich, dank einer Finanzierung des Auswärtigen Amtes, diesen im Original polnischen Text ins Deutsche übersetzen zu lassen von Sandra Evers. Den verdienten Applaus haben Sie schon bekommen. Ich finde, Sie haben es wirklich großartig gemacht, denn die literarisch-journalistischen Qualitäten des Ursprungstextes sind wirklich erhalten geblieben. Wir haben also einen wunderbaren, lesbaren Text auch, der ja mit dem Metropolverlag von Friedrich Veitel und Nicole Warmbold auch einen wunderbaren Partner für den Druck gefunden hat. Sie können das Buch natürlich auch nachher kaufen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Es handelt sich bei dem, was Sie darin lesen können in dem Buch, einerseits um ein Tagebuch, dann um ein kurzes Testament und außerdem um Notizen zu einer Studie über Volksküchen im Ghetto. Auerbach kennen Sie vielleicht, Andreas Mix hat gerade darauf hingewiesen, als Mitglied des Onyx-Chabes-Archivs, des Ringelblum-Archivs. Aber Rachel Auerbach hat auch bis zu den großen Deportationen aus dem Ghetto in das Vernichtungslager Treblinka als Leiterin einer Volksküche gearbeitet. Deswegen hat sie an einer Monographie über Volksküchen im Warschauer Ghetto gearbeitet. Darüber schreibt sie auch in ihrem Tagebuch. Ich will jetzt, um diesem Text gerecht zu werden, will ich Ihnen kurz eine Einführung geben in die soziale Lage im Warschauer Ghetto und in das, in die Arbeit, die so Volksküchen machen. Dann werden wir die Lesung hören und dann stelle ich Ihnen nochmal ausführlich Rachel Auerbach vor, ihr Wirken vor, während und nach dem Krieg. Der Krieg hat die Warschauer Juden natürlich bereits ab dem ersten Tag getroffen, als es zu Bombardements der Stadt Warschau kam. Besonders viele Bomben warf die Luftwaffe auf die jüdischen Stadtviertel und man darf daraus durchaus Absicht vermuten, auch wenn wir keinen exakten schriftlichen Beweis dafür haben, aber die Evidenz ist doch sehr schlagend, wenn man so sagen möchte. Die sich stetig steigernde Entrechtlichung und Verfolgung durch die deutschen Besatzer ging einher mit einer raschen materiellen Verarmung der Juden und Jüdinnen. Es gab kaum bezahlte Arbeitseinsätze, es gab die Zwangsablieferung von Besitz, es gab die gezielte Unterversorgung mit Lebensmitteln. Und mit der Errichtung und Abschließung des Ghettos im Herbst 1940 wurde die Lage noch schlimmer. Aber was heißt das konkret? Nun, von den mindestens 2200 Kalorien, die ein Erwachsener am Tag zum Leben braucht, erhielten die polnischen Warschauerinnen und Warschauer rund ein Drittel. Viel schlimmer noch traf es die Jüdinnen und Juden. Ihre offizielle Zuteilung erreichte teilweise nicht einmal 300 Kalorien am Tag. Sehr schnell kam es deshalb zur Entstehung eines riesigen Schwarzmarktes, auf dem tausende Menschen sich mit Handel und Schmuggel ihren Lebensunterhalt verdienten und natürlich versuchten, Lebensmittel zu besorgen. Die Preisanstiege waren gigantisch. Weizenmehl, das noch im Juli 1939 einen halben Zloty pro Kilogramm gekostet hatte, verteuerte sich in wenigen Jahren auf 33 Zloty, eine Steigerung von 6.500%. Ein Ei kostete statt 8 Groschen 5 Zloty und 9 Groschen, eine Steigerung, die nochmals größer ist, und bei Zwiebeln erreichte die Teuerungsrate unglaubliche 22.700%. Man kann sich vorstellen, dass es nur anfangs und nur unter Verschleuderung des ganzen Besitzes überhaupt möglich war, für die Insassinnen und Insassen des Ghettos sich eine Zusatzversorgung über die offiziellen Zuteilungen hinaus zu erkaufen. Und auch dann reichte das Essen nicht. Schnell entwickelten sich deshalb neue gesellschaftliche Hierarchien im Ghetto mit kleineren Gruppen, denen es nicht ganz so schlecht ging, und Hunderttausenden, die hungerten.
Besonders davon betroffen waren diejenigen, die nicht schon vor dem Krieg in Warschau gelebt hatten, aber nun von den Deutschen dorthin gezwungen wurden. Teils aus dem nun ins Reich eingegliederten Westen, teils aus dem Umland, das die Besatzer Juden reinmachen wollten. Alleine 1940 waren so fast 110.000 Jüdinnen und Juden nach Warschau gelangt. Im Ghetto lebten damit etwa 450.000 Menschen. 30% der Stadtbevölkerung auf 2,5% der Stadtfläche. Angesichts der katastrophalen Versorgung mit Lebensmitteln und desaströsen hygienischen Bedingungen explodierten die Todeszahlen, verursacht auch durch eine hochinfektiöse Fleckfieberepidemie. Wo es 1940 nur 9.000 Tote waren, lag die Zahl für 1941 bereits bei 43.000. 10% der Ghettoinsassen war innerhalb eines Jahres alleine an Fleckfieber verstorben. Bis zum Beginn der Deportationen im Juli 1942 kamen noch einmal 30.000 Tote hinzu. Das sind die offiziellen Zahlen und es gibt, wie ich vor 2 Jahren mit einem Kollegen aus der Epidemiologie zeigen konnte, durchaus gute Gründe, von bis zu 100.000 Toten auszugehen. Beinahe niemand war unter diesen Bedingungen in der Lage, sich ausreichend zu versorgen. Entsprechend kärglich waren die Lebensmittelrationen, entsprechend schlimm war die medizinische Versorgung. Und schon im Dezember 1941 beschrieb die Chronika Tygodniowa ein typisches Frühstück wie folgt. Es bestand aus, Zitat, rationiertem Brot, das unter anderem den höchsten Prozentsatz an Sägemehl enthält, bei dem es sich gerade noch backen lässt, sowie aus Marmelade, deren Bestandteile, abgesehen von Rüben und Farbstoff, nicht bekannt sind. Der schwarze Kaffee, ebenfalls aus Rüben, wird mit Saccharin gesüßt. Die offizielle Presse erging sich in Hinweisen, was denn alles essbar sei. Kartoffelschalen etwa, die sich, wenn man sie sorgfältig getrocknet hat, zu Mehl zermahlen lassen, aus dem man gar nicht so schlechte Plätzchen machen kann. Selbsthilfe ernsthafterer Art gab es aber auch. Öffentliche Suppenküchen gaben im Ghetto Warschau alleine im September 1941 3,6 Millionen kärgliche Mahlzeiten aus. Aber immerhin über 100.000 am Tag. Das blieb natürlich trotzdem ein Tropfen auf den heißen Stein, aber deutlich wird schon, wie sehr die ghettoisierten Jüdinnen und Juden versuchten, sich der deutschen Verfolgung zu widersetzen. Rachela Auerbach war die Leiterin einer dieser Suppenküchen. Zwar hatte sie unmittelbar nach Kriegsausbruch überlegt, Polen oder zumindest die Hauptstadt Warschau zu verlassen, war dann aber doch geblieben. Ende September 1939 hatte sie Emanuel Ringelblum zu sich gebeten. Er arbeitete damals im Büro der amerikanisch-jüdischen Hilfsorganisation Joint, also dem Jewish Joint Distribution Committee. Auerbach war locker mit dem Historiker bekannt, einem Historiker, der seinen Broterwerb freilich außerhalb der Wissenschaft hatte. Wie Carolina Szymaniak, die Herausgeberin der hier vorliegenden Edition, herausgearbeitet hat, überzeugte Ringelblum Rachela Auerbach, dass sie als Intellektuelle eine Verpflichtung habe. Notwendig sei nicht nur schnelle Hilfe für die Einwohner Warschaus, sondern auch für die hierher fliehenden Menschen. Und Ringelblum bat Auerbach daher, im Gebäude des Verbands der kleinen Gewerbetreibenden in der Ulica Leschno 40 eine Volksküche einzurichten. Innerhalb weniger Tage suchte Auerbach die nötigen Gerätschaften zusammen. Die Volksküche Nummer 27 begann ihre Arbeit Anfang Oktober 1939, also über ein Jahr vor der offiziellen Abschließung des Ghettos. Finanziert wurde sie von der jüdischen sozialen Selbsthilfe, einer vom Judenrat unabhängigen Organisation. In ihren Spitzenzeiten im August 1941 gab diese Suppenküche täglich mehr als 2.200 Teller aus. Im Durchschnitt waren es weniger, waren es eher so 700, aber immerhin. Mitte 1941 hatte die Küche 13 Mitarbeiter, davon 4 Festangestellte, die anderen arbeiteten dort ehrenamtlich. Die letzten Teller Suppe gaben diese Mitarbeiter während der sogenannten Großaktion Warschau aus, also den Massendeportationen nach Treblinka Ende Juli 1942. Danach wurde diese Suppenküche zu einem
zur Kantine, einer Kantine des Shops von Walter Kaspar Többens, einem deutschen Textilunternehmer, der im Ghetto produzieren ließ und aus der mühsamen Arbeit seiner hier eingesperrten Insassinnen seinen Profit zog. Auerbach verlor damit auch ihre Position als Küchenleiterin und war fortan als einfache Küchenhilfe beschäftigt. Das blieb sie mit Unterbrechungen bis November 1942, bevor sie durch Vermittlung des Ghetto-Untergrunds eine neue Wohnung und Arbeit in der Fabrik für künstlichen Honig und Süßwaren fand. Wenn man Auerbachs Tagebuch liest, kann man darüber spekulieren, ob sie die Zurückstufung zur einfachen Küchenangestellten nicht auch als eine Erleichterung empfand. Denn die Arbeit, die sie mit großem persönlichen und emotionalem Engagement ausführte, war höchst belastend, wenn ihre hilfsbedürftigen Besucher, ihre Gäste, trotz aller Bemühungen nicht überlebten. Davon berichtet beispielsweise ihr Tagebucheintrag vom 20. September 1941, den wir gleich hören werden. Auerbach schreibt darin über den vermutlich 1888 geborenen Abraham Braxmeier, einen Sportler aus Karlsbad, der als polnischer Staatsbürger während der sogenannten Polenaktion 1938 aus Deutschland nach Spanschen deportiert wurde und dann nach vielen Hindernissen nach Polen auch einreisen konnte. Die deutsche Verfolgung hatte er zuvor beispielsweise schon im KZ Dachau überlebt. Und in Warschau kam Braxmeier nun regelmäßig in die Küche von Rachela Auerbach und wird ihn wohl als seinen befreundeten Bekannten bezeichnen können. Hören wir also zu, was Auerbach berichtet. Warschau, 20.09.1941. So viele Male wollte ich schon schreiben und immer hatte ich keine Kraft. Diese Apathie, dieses Unwohlsein, diese Überzeugung, dass ich all dem nicht gewachsen bin, dass ich diese Wirklichkeit, die wir heute erleben, nicht zu beschreiben vermag. Manchmal habe ich Angst, dass diese schrecklich interessanten und an sich erschreckenden Bilder des Lebens, die wir Tag ein, Tag aus betrachten, vielleicht zusammen mit uns sterben. Wie Bilder der Panik auf einem sinkenden Schiff oder von Menschen, die bei lebendigem Leib verbrennen oder begraben werden. Und wer weiß, ob auch nur ein Zeuge dieser Tragödie übrig bleibt. Nur zwei Dinge florieren in dieser geschlossenen Stadt. Zwei sehr wichtige Dinge. Die Liebe und der Tod. Über die erste schreibe ich jetzt nicht. Über die Entwertung der Frauen, über ihre lästige, unerhörte Aufdringlichkeit gegenüber den Männern, die sich ihrer kaum entwehren können. Und nicht nur denen, die sich für ein Stück Brot oder einen Teller Suppe hingeben. Auch denen, die getrieben sind durch die allgegenwärtige Todesangst, durch den Hunger nach Leben und Erleben, an der Schwelle des lauernden Grabes und des Vergessens der Wirklichkeit durch den Instinkt der Seuche oder des wie auch immer gearteten Hungertods zu entkommen. Das war in Kriegszeiten und Zeiten großer Epidemien wohl immer so. Niemand macht sich das bewusst. Ganz sicher philosophieren diese 17- und 40-jährigen Gänse nicht darüber, wenn sie einander in den engen Junggesellenzimmern ablösen. Jeder Jüngling, der sich noch irgendwie auf den Beinen hält, jeder jüdische Polizist, ist zu einem kleinen Blaubart geworden, hat etwas von Casanova. Wenn das Liebe ist, dann ist es eine eilige und kurze Liebe. Ich beobachte diese Dinge bei meinem Nachbarn, der in einer Kameradschaftsehe mit einem Mädchen lebt und in einer Nachbarschaftsehe mit einer anderen. Und jede Woche hat er außerdem wechselnde Liebschaften mit weiteren und knüpft ständig neue, in beliebiger Zahl. Selbst mein kleiner und kränklicher Cousin von 40 Jahren hat seine Flamme.
Eine angeblich heillos in ihn verliebte 20-Jährige, die ihn natürlich im gemeinsamen Zimmer der beiden Herren besucht. Und wenn der andere auch gerade Besuch hat, bedienen sie sich während meiner Abwesenheit auch meines Zimmers und vermutlich des Liegesofas. Aber ich wollte ja über den Tod schreiben. Über den Tod, der am helllichten Tag durch die Straßen der geschlossenen Stadt spaziert. Es ist nun schon fast 3 Wochen her, dass ich wegen Braxmeyers Tod näher damit zu tun hatte. Ich bin dann sogar selbst erkrankt. 2-mal bin ich in Ohnmacht gefallen, war völlig bewusstlos und habe dem Tod selbst ins Auge geblickt. Aber nicht darum geht es. Braxmeyers Tod war für mich ein wirklicher Schlag. Er hat mir vollkommen den Glauben an den Zweck und Nutzen der Arbeit in meiner Küche genommen. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder davon gesprochen und mit diesem Argument sogar Geld und Päckchen aufgetrieben, um Braxmeyer, Verspätete, wie sich heute zeigt, Hilfe zukommen zu lassen. Ich habe gesagt, dass es eine wirkliche Schmach und Katastrophe für unsere Küche wäre und im Übrigen für die gesamte Tätigkeit unserer sozialen Selbsthilfe. Ich habe gesagt, dass es für mich persönlich eine Schmach und Katastrophe wäre, sollte es uns nicht gelingen, wenigstens einen Menschen, an dem uns liegt, vor dem Hungertod zu bewahren. Einen Menschen, ein lebendiges Dokument, jemanden, der als Lebender dort herauskam und der auch ein anderes dort als einer von 12 pro 100 lebend verließ, der etwas ausgehalten hat, das alle anderen sterben ließ. Ausgerechnet dieser Mensch hält unserem Hilfesystem nicht stand. Ich habe ihn immer als eine Figur aus einem noch nicht geschriebenen Drama betrachtet. Der Mensch von Dachau. Ja. Und als solcher wird er immer im Gedächtnis bleiben. Eine riesige athletische Gestalt, etwas von Golem aus dem Film, dunkelblaues Leingewand mit Messingknöpfen, ein Anzug, der aus einem Gefängnis oder Lager stammte. Er hatte beides zu Genüge hinter sich. Und diese Haltung, diese Beherrschung, die vielleicht auch von dort stammt. So kannten wir ihn in diesen fast 2 Jahren von Oktober 1939, als er als einer der ersten in unsere Küche kam. Mit nichts hat er einen behelligt. Nichts hat er verlangt. Immer hat er sich bedankt. Danke verbindlichst, danke vielmals. Und mit dieser Liebenswürdigkeit hat er seltsamerweise selbst die dümmsten und primitivsten Menschen für sich eingenommen. Stundenlang stand er im Flur, eine Hand in der anderen, zitterte nicht vor Kälte, ließ niemals Ungeduld erkennen, war immer bereit zu lächeln, zu scherzen oder zu politisieren. Ich glaube, er war einer dieser unbekannten großen Charaktere. Und das erlebte Schöne war sein Verderben. Er war nicht imstande zu betteln. Er vermochte es nicht, um etwas zu bitten. So lange klapperte er unsere Stellen ab, wartete auf so manch leere Versprechung und die Fürsprache des ein oder anderen Herrn oder irgendeines Doktors, dem er während der Bombardierung besondere Dienste geleistet hatte. So lange wartete er, bis er schließlich alle Hoffnung verlor. Bis zur letzten Unterbrechung, als 10 Tage nichts gekocht wurde. Er bekam Schwellungen und fiel in Apathie, die für die Aufgedunsenen typisch und zugleich das Allergefährlichste ist. Andere reagieren kindisch und hysterisch, was offenbar auf die Beobachtung der seltsamen Veränderungen am eigenen Körper und deren direkte Ausstrahlung auf die Psyche zurückzuführen ist. Eine Frau, die Mittagessen in die Wäscherei bringt, spricht fortwährend davon, wie einerseits ihr Körper immer mehr abmagert und sie andererseits im Gesicht und an den Beinen immer voller wird. Bei ihr überwiegt eine Art ängstliches Staunen. Ihr Mann ist bereits tot, verhungert
Und sie weiß sicher gut, was all diese Veränderungen bedeuten. Wenn der Körper vollständig aufgedunsen ist, gibt es, wie ich hörte, noch ein weiteres Stadium. Kurz vor dem Tod gehen die Schwellungen vollständig zurück. Erneutes Abmagern bis auf die Knochen. So bewahrheitet sich die philosophische These, dass sich nichts bis ins Unendliche zu potenzieren vermag. Diese Apathie ist das Bedrohlichste. Ähnlich wie der Wunsch von Menschen, die sich im Schneesturm verirrt haben und drohen zu erfrieren, sich für ein Weilchen zu setzen und ein Nickerchen zu machen. So oft habe ich Braxmeier das damals erklärt, als ich mich schon um ihn gekümmert habe, als wir begonnen haben, ihm, koste es, was es wolle, zusätzlich Essen zu verabreichen. Aber er hatte so wenig Energie und Vitalität, hat vernachlässigt, zum Arzt zu gehen, hat die Briefe, die ich ihm für das TOZ mitgab, nicht entsprechend genutzt. Sie müssen leben wollen, habe ich ihn angeschrien. Es gibt viele Aufgedunsene, die betteln, weinen, zu allen Seiten kämpfen und alles tun, um sich zu retten, obwohl sie weniger Chancen und Hilfe haben als sie. Ich kann ihnen helfen, aber ich kann nicht ihr psychischer Antrieb sein, mich allein um sie wie um einen Säugling kümmern. Schimpfen Sie mich nur tüchtig aus, entgegnete er und lächelte, als ob alles, was er für seine Gesundheit tat, er aus Höflichkeit mir gegenüber geschah, um mir nur keine Sorgen zu bereiten. Der Appetit tat jedoch sein Übriges und nach ein paar Wochen mehr Konstantes von unserem Personaltisch und aus den Paketen, die ich für ihn besorgte, war eine gewisse Verbesserung zu sehen. Die Schwellung im Gesicht ging zurück. Er bewegte sich lebhafter und nur die Hände blieben geschwollen wie kleine Kissen und er nannte sie Patschhändchen. Sein Humor und seine geistige Frische aber verließen ihn nicht für einen Augenblick. Das Gehirn arbeitet, konstatierte er oft, als ob er sich selbst darüber wunderte. Die Katastrophe kam vollkommen überraschend. Tagsüber war er wie immer einige Stunden bei uns und klagte nur über starken Durst. Später erfuhr ich, dass er eine Magenverstimmung hatte. Das hat ihn offenbar niedergestreckt. In derselben Nacht sahen die Nachbarn, dass er in den Hof auf die Toilette lief. Vermutlich hatte er Krämpfe, stand mehrmals auf und legte sich wieder hin in der Küche der Erdgeschosswohnung in der Ulica Endpunkt, wo er seine Bleibe hatte. Er war zu taktvoll, um jemanden zu wecken und bereits matt wie eine Fliege. Ich habe nicht mehr Kraft wie ein neugeborenes Kind. Mit geschwächtem Herzen, ihm wurde schlecht, vielleicht ist er auch ohnmächtig geworden. Niemand war bei ihm und so hat es ihn wie beiläufig in die andere Welt getragen. Schließlich bin selbst ich, obwohl sicher besser genährt als er, bei einer Kolitis mit nicht allzu schweren Krämpfen 2-mal in tiefe Ohnmacht gefallen. Obwohl mir das selbst bei schwereren Verläufen nie zuvor passiert war. Und wenn meine Cousins um 4 Uhr morgens nicht gehört hätten, dass ich gestürzt bin, wer weiß, ob ich heute nicht auch dort wäre, wo Braxmeier ist. Dort hätten wir dann ungehindert und ohne meinen ständigen Zeitmangel unsere Flurgespräche fortsetzen können, die er so sehr liebte. Ich habe ihn nach seinem Tod gesehen. Mit S bin ich zu seiner Wohnung in dieser verrufenen Gegend gegangen. Das Gesicht verjüngt, ruhig, die Augen geschlossen, als ob er im Traum entschlafen war. Sein charakteristischer, nach oben gekämmter, graumelierter Haarschopf. Aufsehen und Aufregung im ganzen Hof, wo er unter dem Namen der Deutsche bekannt und beliebt war. Er wurde geschätzt für seine Höflichkeit und als besserer Mensch, als Gelehrter angesehen. Seine Freunde waren ein Schuster, der ihm umsonst seine Schuhe geflickt hat, ein Friseur, der ihm umsonst die Haare und den Bart geschnitten hat und so weiter. Alle haben sich von mir gerühmt,
dass er die Abende bei ihnen gesessen, Tee getrunken und politisiert habe. Einige sagten, sie hätten ihn mit Essen versorgt, solange sie selbst etwas hatten. Der Friseur jedenfalls, der aussah wie der Zuhälter aus dem Asael-Theater, ist später mit mir und Ell auf den Friedhof zum Schuppen gegangen, um die Leiche zu identifizieren, und hat mit uns herumgefeilscht, als wir ihm für den Weg nur 2 Zloty gegeben haben. Niemand war da, als er starb. Als die Wirtin morgens aufstand, wunderte sie sich, dass er noch da lag und schnarchte. Es war Geröchel. Als sie mit der Neuigkeit in die Küche kamen, wollten mir die Mitarbeiter nicht gleich die Wahrheit sagen. Und sie haben ganz richtig vermutet. Die Nachricht war für mich ein schwerer Schlag. Vielleicht das erste Mal seit der Bombardierung habe ich so heftig geweint. Die Trauer um den Menschen und dazu meine eigene Krise wegen schlecht gemachter Arbeit. Ich hätte vielleicht selbst mit ihm zum Tots gehen müssen, aufpassen müssen, dass er Spritzen bekommt und so weiter. Das war mein ganz persönlicher Misserfolg. Einer aus der Kette gescheiterter Bemühungen um einige wenige Menschen unter den Tausenden, die sich in unserer Küche tummelten. Später habe ich Trost darin gefunden, sein Begräbnis auszurichten und ein wenig Luxus für ihn zu organisieren. Ein eigenes Grab für sich allein. Ich habe eine Rikscha gerufen und diesmal Ell mitgenommen. Und wir sind los, um den Leichnam unter denen ausfindig zu machen, die noch unbestattet in dem heute in ganz Warschau berühmten Schuppen lagen. Vielleicht war er noch nicht beerdigt. In der Friedhofskanzlei haben wir zunächst einmal festgestellt, dass Braxmeier auf den Bestattungslisten von Freitag und Sonntag fehlte. Am Freitag wurden 18 Personen und am Sonntag 69 Personen in einem Sammelgrab beigesetzt. Weil Braxmeier unter den Bekanntennamen nicht auftauchte, war anzunehmen, dass er sich unter den Unbekannten befand. Davon gab es in den beiden Gruben 3, aber 2 davon mit bekannter Adresse. Aus der Ulica Krochmalna, der 2. offenbar aus der Ulica Niska. Aus der Ulica N und Ulica D niemand. Nur noch ein unbekannter Name und eine unbekannte Adresse. N. N. Ungefähr 60 Jahre alt. Und das war dann wohl er, auch wenn er, wie sich aus seinen Papieren ergab, erst 53 war und wie Mitte 40 aussah. Vielleicht haben die postmortalen Veränderungen die physiognomischen Merkmale Richtung Greisenalter verrückt. Oder aber wer auch immer da verschlafen im Morgengrauen, wenn sie abwechselnd Leichen und Kalk in die Brudergräber schichten, wer von denen wird N.N. schon so genau betrachtet haben? So ist es. Das musste er sein. Denn all unser Suchen, und wir haben das beide sehr gewissenhaft getan und jedem Verstorbenen im Schuppen in sein lebloses Gesicht geblickt, blieb ergebnislos. Wir haben Braxmeier nicht gefunden, ihn nicht gesehen, aber dafür haben wir Dutzende andere Braxmeier gesehen. Sind denn nach dem Tod nicht alle gleich? Alle glach? Wie der weiße Narr der geschlossenen Stadt es will, dessen lustige und beliebteste Witze vom Tod handeln? Sind denn nach dem Tod nicht alle gleich? Als ich das Werk des Todes betrachtete, die Todesindustrie des jüdischen Friedhofs im September 1941, spürte ich, wie kindisch, unbedeutend dieses gesamte Unterfangen ist, einem einsamen Menschen, einem aus der Ferne hierher verirrten Märtyrer, den letzten Dienst zu erweisen. Ich weiß nicht mal, ob er sich selbst so bemüht hätte, nicht als NN in einem Brudergrab mit so vielen anderen zu liegen,
mit denen er vielleicht auch zu Lebzeiten dicht gedrängt in der Schlange gestanden hat, nach einer Suppe, einem Bad, einem süßen Kaffee und einer Portion Brot von 30 Gramm. Welchen Unterschied macht es denn, mit wem und wie man nach dem Tod als seines letzten dreckigen Hemds beraubter, nackter, gelbbläulicher Leichnam zusammenliegt? Ich habe darüber nachgedacht, was mich in diesem Schuppen und in dieser ganzen Leichenschau am meisten beeindruckt hat. Inzwischen weiß ich es. Es war ihre Blöße. So schrecklich entehrt und mit allen intimen, postmortalen Veränderungen zur Schau gestellt werden, konnten keine in Haut gekleideten Tiere, in normale Kleidung gehüllte christliche Verstorbene. Hier, diese Blöße, diese in unterschiedlichen Tönen schillernde, beinahe rosagelbliche Blöße. Ich weiß nicht, wann dieser schamlose Umgang mit den Leichen der Bisoyen Hames in der Hochsaison des Todes Einzug gehalten hat. Und so lagen sie in einer Reihe vor uns, reglose, träge, tote Menschen. Im Schuppen, der vor dem Krieg wohl als Pferdestall gedient hat, gibt es vielleicht 17 bis 20 anständige Plätze. Auf den langen Pritschen mit etwas erhöhtem Kopfteil in der Mitte liegen ausgestreckt, ausgegeudert die ordentlich mit schwarzem Papier bedeckten besseren Herrschaften. Die mit ordnungsgemäß erledigtem Vorbehalt, mit Kärtchen am großen C, mit an richtiger Stelle bezahltem Quartier. Sicher haben sie auch zu Lebzeiten im eigenen Bett geschlafen und in der Synagoge auf einem eigenen Platz gesessen. Also sind sie ja auch jetzt einander nicht im Weg, haben jeder ihren Platz eingenommen. Eng ist es schon, aber ein Minimum ist gegeben. So liegen sie da und tun, als sähen sie nichts, meiden es, diejenigen anzuschauen, die einer über den anderen geworfen an den Wänden liegen, der eine längs, der andere quer, einer mit dem Gesicht zur Decke, der andere zum Boden und noch einer in vollends akrobatischer, mit nichts vergleichbarer Stellung. Alle auf einem Haufen, auf mehreren Haufen. Auch hier wird separiert, Männer für sich, Frauen für sich, und auch die Kinder getrennt. Und so strömen die vollbeladenen Todeswagen von überall her. In der Ulizia Gegia hat man das Gefühl, die Stadt stirbt aus. Die Nebenstraßen sind voll von neu eröffneten Bestattungsunternehmen. Einige mit prächtigen Schildern, mit Lorbeerkränzen, die den vorgeschriebenen Davidstern umschließen, mit silbernen Aufschriften auf elegischem Hintergrund. Und diese Namen, die vorgegeben, es handle sich um seit langem bestehende Firmen. Die letzte Ehre, der letzte Weg, die wahre Welt, die ewige Welt. Ein Jahrmarkt der Leichen. Schwarze Wagen und Karren strömen munter aus den Gassen und Wegen, die auf die Ulizia Gegia führen. Straß auf, Straß ab. Wie kleine Bäche, die in den großen Fluss fließen, der alles verschlingt. Braxmeier haben wir nicht gefunden. Rachela Auerbach war keine Hauswirtschaftlerin. Ganz im Gegenteil, fehlte ihr die fachliche Kompetenz für die Leitung einer Volksküche. Ihre eigentlichen Kompetenzen lagen im literarischen Bereich. Und ich denke, das hat die Lesung sehr eindrücklich gezeigt. Wer also war Rachela Auerbach? Sie wurde 1899 in Wanowce geboren, heute Lanivtsi in der Westukraine. Meistens heißt es, dass Rachela Auerbach erst 1903 zur Welt kam. So können Sie es übrigens auch in unserem Katalog zu den frühen Holocaust-Forschern nachlesen. Aber
Das stimmt nicht. Wie Carolina Szymaniak zeigt, machte Rachela Auerbach sich schon in der Vorkriegszeit gerne etwas jünger. Sie stammte aus einer jüdischen Familie. Ihre Eltern betrieben einen Handel mit Gemischtwarenladen, eine Mischung aus Tuch- und Tabakladen. Sie wuchs in einem typischen Städtel auf, in einer Kleinstadt mit jüdischer Mehrheit, geprägt vom religiösen jüdischen Leben, seinen Feiertagen und Bräuchen. Im heimatlichen Podolien schloss Auerbach die Volksschule ab und wurde dann von Privatlehrern unterrichtet. Der Erste Weltkrieg unterbrach die Ausbildung, hinterließ aber tiefe Spuren in ihrer Erinnerung. Armeen, die durch dieses Gebiet zogen, kriegsbedingte ethnische Gewalt, Flüchtlingswellen und Hunger. Spuren davon finden wir auch in ihren Aufzeichnungen aus dem Ghetto, insbesondere in der Monographie einer Volksküche. In Podolien endeten die Kriegshandlungen des Ersten Weltkriegs nicht 1918. Hier tobte zunächst der polnisch-ukrainische und danach der polnisch-sowjetische Krieg und das endgültige Schicksal der Frieden kehrte erst 1922 ein. In dieser unruhigen Zeit des Krieges starb 1920 in Wanowce Rachela Auerbachs Mutter im Alter von 54 Jahren. Die tote Tochter zog mit ihrem Vater nach Lwów, dem heutigen Lwów, Lemberg, wo Rachela 1921 das Abitur machte. Danach begann sie in Lemberg ein Studium der Psychologie und Geschichte. Besonders interessierte sie sich für Psychognostik, für Pädagogik und Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 1928, in der Zwischenzeit war auch ihr Vater gestorben, legte sie die Prüfungen für das Fach Geschichte und das Propädeutikum in Philosophie ab. Damit erwarb sie die Lehrbefugnis für Oberschulen. Schon seit 1925 hatte sie journalistisch gearbeitet. Ihre ersten Texte erschienen in polnischer Sprache in der zionistisch orientierten, in Lwów verlegten Tageszeitung Chwili. Zwei zentrale Pfeiler ihres damaligen politisch-gesellschaftlichen Interesses waren der Zionismus und die Emanzipation der Frau. Und es waren auch der Zionismus und ihr Engagement in der nationalen jüdischen Bewegung, die sie zur jiddischen Sprache und Kultur brachten. Natürlich kannte Auerbach Jiddisch von zu Hause, aber ihre gesamte Ausbildung durchlief sie auf Polnisch. Polnisch war zudem eine der zentralen Sprachen zionistischer Kultur in Galizien. Die ideologische Sprache der zionistischen Bewegung wiederum war Hebräisch. Das Auerbach aber nicht beherrschte. Sie lernte es erst nach dem Krieg in Israel. Die Überzeugung, dass die jiddische Sprache und die jiddische Kultur Garanten der jüdischen Identität sind, begleitete Auerbach ihr ganzes Leben und es bestimmte ihr Handeln. Den Antijiddismus betrachtete sie als Ausdruck jüdischen Selbsthasses. Und obwohl sie bis zum Ende ihres Lebens eine zweisprachige Schriftstellerin blieb, waren die jiddische Sprache und Kultur für ihre Identität bestimmend. Späteres Schreiben auf Polnisch bezeichnete sie zuweilen sogar als Zufall, wie im Falle ihrer Schriften aus dem Ghetto. Aber diese Erklärung ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu begegnen und man muss darin auch den Ausdruck einer ideologischen Position der jiddischen, der sich jiddisch auch fühlenden Schriftstellerin sehen. In den späten 1920ern begann Auerbach auch die Arbeit des Jiddischen Wissenschaftlichen Instituts, des JIWO, zu unterstützen. Sie sah darin eine kulturpolitische Bewegung, die die jiddische Sprache und Kultur als Grundlage einer modernen jüdischen Nationalkultur in das Zentrum ihrer Tätigkeit stellte. Auerbach war Mitglied und Co-Sekretärin der Lemberger Abteilung der Gesellschaft der Freunde des JIWO und sie engagierte sich in einem Projekt zur Förderung jiddischistischer literarischer Kreise in Galizien. Im April 1932 heiratete Auerbach den Dichter Bär Schnapper, mit dem sie gemeinsam die Redaktion der Literatur- und Kulturzeitung
zu Steyr leitete. Mehr oder weniger zeitgleich lernte sie aber den jungen und schon bekannten Dichter und zukünftigen Stern der jiddischen Literatur Itzik Manger kennen, mit dem sie kurze Zeit später eine Beziehung einging. Sie trennte sich von Schnapper und zog 33 nach Warschau, das trotz der Wirtschaftskrise bessere Beschäftigungsmöglichkeiten bot und eine breitere Rezeption jiddischen Schaffens versprach. Die Beziehung zu Manger, der Alkoholprobleme hatte und zu unkontrollierten, aggressiven Ausbrüchen neigte, war ungestüm und sie war voll einseitiger Gewalt, also von seiner Seite natürlich, und sie verlangte der Schriftstellerin vieles ab. Aber sie blieb dennoch bis zur Ausreise des Dichters aus Polen 1938 mit ihm liiert. Um in jenen Vorkriegsjahren ihren Lebensunterhalt zu verdienen, nahm Auerbach verschiedene Arbeiten an. Sie schrieb Texte für die jiddische und die polnischsprachige Presse. Sie übersetzte aus dem Jiddischen ins Polnische und umgekehrt. Der deutsche Überfall veränderte alles. Und wie schon erwähnt, überzeugte Emanuel Ringelblum sie bereits im Herbst 1939, sich sozial zu engagieren. Die Verbindung zu Ringelblum war über das JIWO und die entsprechenden zionistischen Kreise entstanden, aber sie war auch im weiteren Kriegsverlauf eine eher lockere Beziehung. Auerbach gehörte nicht zum engeren Zirkel des Oneg Chavez-Archivs. Erst im Frühjahr oder sogar im Frühsommer 1941 lud man sie dort zur Mitarbeit ein. Zitat: Ich erfahre von der Existenz einer Gruppe von Personen, die Dokumente sammeln und die heutige Zeit beschreiben. Die Gruppe existiert schon länger. Ringelblum ernennt mich zur Mitarbeiterin. Der Historiker schlug ihr vor, den Alltag zu dokumentieren, eine Art Tagebuch, obwohl Auerbach selbst ihre Aufzeichnungen auch als Reportagen bezeichnete. Die Sammlung von Tagebüchern war eine typische Praxis der Gruppe Oneg Chavez, deren Arbeitsweise von den Methoden des JIWO inspiriert war und Anregungen der polnischen und amerikanischen Soziologie aufgriff. Und dies war dann der Ausgangspunkt für das vom 4. August 1941 bis 26. Juli 1942 reichende Ghetto-Tagebuch Auerbachs in dem vorliegenden Band. Ringelblum schlug Auerbach außerdem die Teilnahme an einem, wie sie es nennt, Wettbewerb für Menschen der Feder vor. Ein Forschungsvorhaben der Gruppe Oneg Chavez. Das Thema ihres Wettbewerbsbeitrags war Monographie einer Volksküche. Laut eigenen Aussagen eine spontane Entscheidung Auerbachs. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass Ringelblum ihr dieses Thema vorschlug, denn die Archivare des Ghettos waren sehr an dieser Thematik interessiert. Ich sagte es auch, diese Monographie finden Sie abgedruckt in der Edition. Auerbach fiel das Schreiben im Ghetto anfangs nicht leicht. Sie war immer noch traumatisiert von der ersten Zeit der Besatzung und natürlich auch von ihrer Tätigkeit als Leiterin der Volksküche beansprucht. Bevor sie anfing zu schreiben, musste deshalb der Sekretär des Archivs, Eliasz Gutkowski, sie mehrfach drängen und ermuntern, auch übrigens mit Hilfe von finanziellen Anreizen wie einem Vorschuss auf das Honorar für die Arbeit. Als es Auerbach im August 1941 endlich gelang, ihre Schreibblockade zu überwinden, händigte sie Gutkowski fortan regelmäßig fertige Textteile aus. Dieser wiederum ließ ihr die Kommentare und Anmerkungen der anderen, zum engeren Kreis des Ringelblum-Archivs gehörenden Mitglieder, zukommen. Bei dem Ghetto-Tagebuch handelt es sich also nicht in erster Linie um ein persönliches Dokument, sondern vielmehr um einen für die Öffentlichkeit geschriebenen Text, aber einen Text in einer Rohfassung. Eine Endredaktion nämlich hat Auerbach nicht vorgenommen. Dafür sorgten die Deutschen mit den Deportationen nach Treblinka. Als Ringelblum erfuhr, dass Auerbach die Deportationen überlebt hatte und sich weiterhin im Ghetto befand, übertrug er ihr eine neue Aufgabe, und zwar die Erfassung von Berichten von Geflohenen aus dem Vernichtungslager Treblinka. Auerbach erhielt außerdem eine Stelle in der Fabrik für künstlichen Honig und Süßwaren, die zugleich natürlich ein Deckmantel für ihre konspirative Tätigkeit war.
Im Winter 1942 begann sie mit ihrer neuen Aufgabe, die sie bis Anfang 1943 fortführte. Dann, im März 1943, kurz vor dem Aufstand im Ghetto, verließ sie es. Sie erlebte die Befreiung in Zentralpolen und sie zog nach Butsch. Auerbach setzte sich sehr dafür ein, das Versteck des Archivs der Gruppe Oneg Chabes in den Ruinen des Ghettos ausfindig zu machen. Und Andreas Mix hat ja schon darauf hingewiesen, sie war eine von nur 4 Überlebenden dieses Archivs. Und, wie Sie vermutlich wissen, es konnten ja auch Teile des Archivs gefunden werden, der erste Teil im September 1946. Da arbeitete Rachela Auerbach schon mit der Zentralen Jüdischen Historischen Kommission zusammen. Sie sammelte und redigierte weiterhin Zeugnisse des Holocaust. Sie bearbeitete aber auch eigene Texte. Und sie war auch im Literaturverband Archiv und wurde Redakteurin der jiddischen Zeitschrift Das Neue Leben. Und außerdem war sie aktiv im polnischsprachigen Blatt Moste. Im November 1946 gehörte sie der Kommission zur Inspektion des Geländes des ehemaligen Vernichtungslagers Treblinka an. Und den Bericht darüber können Sie als meines Wissens einzigen weiteren deutschen Text von Auerbach auf Deutsch nachlesen im Buch Nach dem Untergang. Antisemitismus und antijüdische Gewalt in Polen nach dem Krieg brachten Auerbach bald zu dem Entschluss, das Land zu verlassen. Sie emigrierte nach Israel und nahm mit sich ihre Lebensthemen, jiddische Kultur und die Arbeit mit Zeitzeugen, die sie ja im Auftrag Ringelblums im Warschauer Ghetto begonnen hatte. Nach den ersten unsicheren Jahren der Emigration fand sie eine Stelle in Yad Vashem, wo ihr der Aufbau der Abteilung Zeugenberichte übertragen wurde. Sie war damit eine der Mütter der ersten Generation der Holocaust-Forschung. In Yad Vashem arbeitete sie mehr als 20 Jahre, auch wenn die Zusammenarbeit nicht immer einfach war. Nach einem Streit mit der Institutsleitung wurden sie und einige andere Mitarbeiter ihrer Abteilung entlassen, was breite Proteste auslöste, die letztlich zur Zurücknahme der Entlassung führten. Und sie führten auch zu einer öffentlichen Debatte über den Auftrag des Instituts, also den Auftrag von Yad Vashem. Es ging um nicht weniger als die Frage, welchen Platz und welche Rolle die Überlebenden als Holocaust-Forscher denn haben sollten. Seit den ersten Nachkriegsjahren war Auerbach aktiv darum bemüht, dass die jüdische Stimme, das jüdische Narrativ des Holocaust in der Öffentlichkeit vernehmbar waren. In Auerbachs Worten: Zuerst müssen wir aufhören, ein unbekanntes und unverstandenes Volk zu sein. Sollen wir warten, bis wir verschwinden und 100 Jahre später von irgendeinem, womöglich einem deutschen Professor, wiederentdeckt werden? Auerbach war vollkommen bewusst, dass die Nachkriegsöffentlichkeit zunehmend von Medien bestimmt würde. Und deshalb unternahm sie neben der Sammlung von Zeugenberichten und der Publikation von Texten einige Anstrengungen, um deren Inhalte, ihre Inhalte, insbesondere in Radio und Film zu vermitteln. Sie arbeitete mit polnischen und jiddischen Filmprojekten zusammen. Sie verfasste auch eigene Drehbücher. Die von ihr und ihren Mitarbeitern angelegte Sammlung von Zeugenberichten spielte außerdem eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung des Eichmann-Prozesses. Auerbach stellte Zeugenlisten zusammen und bereitete Dokumente für die Staatsanwaltschaft auf. Und ursprünglich sollten im Eichmann-Prozess nämlich nur 20 Zeugen gehört werden, aber nachdem sich der Chefankläger mit Auerbach und ihrem Team beraten hatte und sich mit ihrer Arbeit vertraut gemacht hatte, fiel der Entschluss zu einer vollkommen anderen Art von Prozess, der den Stimmen der Zeugen zum ersten Mal in diesem Umfang öffentlich Gehör verschaffte. Und Auerbach trat übrigens auch selbst als Zeugin auf. Die jiddische Presse feierte Auerbach, aber ihre Texte und Arbeiten blieben einer breiteren Öffentlichkeit bis in ihre letzten Lebensjahre unbekannt. Gründe waren vor allem
die sprachlichen Barrieren, sie schrieb auf Polnisch und Jiddisch, und natürlich die stark beschränkte Verfügbarkeit dieser Texte, die verstreut in verschiedensten Zeitschriften erschienen waren oder sogar nur als Archivexemplar existierten, wie dieses Tagebuch hier. Aber trotz aller Fehlschläge hörte Auerbach nicht auf zu schreiben und zu dokumentieren. Ihr letztes Buch, dann posthum erschienen, diktierte sie noch auf dem Krankenbett, als sie mit ihrer Krebserkrankung kämpfte. Sie starb, recht vereinsamt, am 30. Mai 1976 in Tel Aviv. Unser Buch ist ein Beitrag zu einer Wiederentdeckung Auerbachs durch einen deutschen Professor. Aber ich denke, gerade in Deutschland sollten wir es lesen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank an Frau Gerngroß und Herrn Frank für die eindrucksvolle Lesung. Ja, und natürlich vielen herzlichen Dank an Herrn Lehnstedt für Ihren Vortrag, Ihre Vorträge, Ihre Einführung, Ausführungen zum Warschauer Ghetto und auch zum Leben von Rahel Auerbach. An die Zuschauer, die uns virtuell folgen, Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Allerdings habe ich hier ein Problem, die E-Mails abzurufen. Ich möchte jemanden von der Technik bitten, während ich hier mit Herrn Lehnstedt spreche, vielleicht mal nach vorne zu kommen und nochmal danach zu schauen, weil ich kann diese E-Mails hier nicht abrufen. Das soll Sie aber nicht davon abhalten, Fragen zu stellen. Das Problem wird sicherlich gleich gelöst und dann können wir Ihre Fragen auch hier einbringen. Aber zunächst einmal, Herr Lehnstedt, Sie haben es gesagt, Sie haben uns Rahel Auerbach vorgestellt, die Texte, die jetzt hier auch gelesen wurden, also Auszüge davon wurden gelesen, liegen im Jüdisch-Historischen Institut, sie sind Teil des Ringelblum-Archivs, also sie liegen seit den späten 40er Jahren, Anfang 1950 wurden die letzten Teile entdeckt, in Polen, das Buch ist in Polen erst 2015 erschienen. Warum so spät? Ja, eine sehr gute Frage und ich weiß nicht, ob ich irgendeine gute Antwort darauf geben kann. Also ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Wiederentdeckung dieser frühen Holocaust-Forscher einfach so spät tatsächlich einsetzte. Übrigens, also das Buch ist ja Teil des Ringelblum-Archivs und auch die Gesamtedition des Ringelblum-Archivs ist erst in diesen Tagen abgeschlossen worden. Also auch das etwas, was jahrzehntelang wirklich im Archiv nur einsehbar war. Aber ich glaube, dass die Holocaust-Forschung über viele Jahrzehnte diese überlebenden Forscher auch nicht ernst nehmen wollte. Die akademische Forschung hatte damit große Probleme. Wir hatten in Deutschland Kontroversen, wo es dann darum ging, dass Überlebende ja gar nicht objektiv sein können. Das ist die Frage, ob deutsche Historiker, die in der Hitlerjugend oder in der Wehrmacht waren, sehr viel objektiver sind. Aber diese Statements konnte man auch von amerikanischen Wissenschaftlerinnen, vor allem Wissenschaftlern, hören und man tat diese Überlebenden ab, ihre Schriften als zu emotional und im Grunde für die historische Forschung nicht relevant. Das hat sich geändert und ich würde sagen, seit etwa 10-12 Jahren haben wir so etwas wie eine Wiederentdeckung der frühen Holocaust-Forschung. Das ist sehr gut. Herr Lehnstedt, Sie hatten es gesagt, dass diese Aufzeichnungen, die hier publiziert sind, in den Bandschriften aus dem Warschauer Ghetto, ich halte den Band nochmal hier hoch für Sie, ein bisschen lauter, ein bisschen näher ans Mikrofon, ein wenig lauter, ja,
die Schriften sind Teil des Ringelblum-Archivs, Sie hatten es gesagt, und im Ringelblum-Archiv, da befinden sich auch andere Tagebücher, andere Aufzeichnungen, auch darüber hinaus, jenseits des Ringelblum-Archivs gibt es Aufzeichnungen aus dem Warschauer Ghetto-Tagebücher, also im Vergleich zu anderen Ghettos gibt es da einiges aus Warschau. Was ist die besondere Qualität von Auerbachs Aufzeichnungen? Was unterscheidet sie von anderen Zeugnissen? Was sie unterscheidet, ist tatsächlich die literarische Qualität. Ich glaube, das war durchaus zu merken. Das ist etwas, was, ja, also Auerbach redet ja selber nicht von ungefähr auch davon, dass es einen Grenzbereich oder eine Schnittmenge zu Reportagen gibt. Dann ist sie jemand, der sehr auch an über die Texte nachdenkt, also keine Tagebuchschreiberin, die jeden Tag eine Seite füllt, sondern jemand, der teilweise wochenlang gar nichts aufschreibt und dann das, was Sie hier als Lesung gehört haben, ist der Eintrag von einem einzigen Tag. Mit ganz kleinen Auslassungen, und Sie sehen, dass dieses Buch ja gar nicht so dick ist. Das heißt, sie schreibt eben an wenigen Tagen sehr viel und sehr analytisch auch, sehr, 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 sehr eindringlich auch. Aber sie schreibt gar nicht so sehr viel über sich, sondern sie schreibt über andere. Sie schreibt, natürlich schreibt sie über sich, aber sie schreibt über die Gesamtsituation. Sie versucht das auch einzuordnen und sie zeichnet ein großes Bild. Und sie tut es, wie gesagt, sprachlich auf sehr hohem Niveau. Und ich glaube, das ist etwas, was in der Praxis natürlich die Herausgabe auch erschwert. Also man braucht jemanden, also man kann das auf Polnisch schon herausgeben, klar, auch da hat es ewig gedauert, aber man braucht natürlich auch eine sehr gute Übersetzerin dafür, damit diese Qualität auch erhalten bleibt. Es wurde jetzt ja auch erwähnt, das Ringelblum-Archiv wird dann, oder der erste Teil wird 1946 entdeckt. Auerbach ist, glaube ich, selbst nicht dabei bei den Ausgrabungen, aber wird relativ schnell hinzugezogen. Sie ist eine der wenigen, die Überlebenden, die Autorin war, die das so beigetragen hat. Ich glaube, die Herr Schwasser und seine Frau sind auch noch, haben auch überlebt. Also sie muss sich das vorstellen, sie steht dann quasi vor den Schriften, die sie ja auch selbst verfasst hat, einen Teil davon. Welche Rolle spielt sie bei der, ja, bei der weiteren Sicherung und Auswertung dieser Bestände? Welche Rolle spielt sie da? Sie wertet diese Bestände erstmal gar nicht aus. Sie ist einfach mit anderen Dingen auch beschäftigt. Rachel Auerbach ist sehr stark engagiert bei der, auch in Polen schon, bei der Aufzeichnung von Zeitzeugen, von überlebenden Berichten. Also sie erfindet dort gewissermaßen, ist eine der Schöpferinnen dessen, was wir heute als Oral History bezeichnen würden. Also sie fokussiert auf etwas anderes. Auch Rachel Auerbach ist keine Historikerin, die sich in die Archivarbeit und Auswertung von Archiven gestürzt hat, sondern jemand, der sehr stark dazu beiträgt, dass Archive mit Inhalt, mit Leben gefüllt werden. Ich habe gesagt, sie reist dann danach nach Treblinka, ist bei dieser Kommission auch dabei. Darüber schreibt sie etwas, sie publiziert ja auch, aber sie sitzt nicht da und arbeitet an diesem Archiv. Und ja, sie migriert halt nach Israel und das Ringelblum-Archiv liegt in Warschau. Also sie hat da auch keinen direkten, unmittelbaren Zugriff. Und das führt natürlich auch dazu, dass sie ihr Tagebuch, das sie damals geschrieben hat, das dann auch wiedergefunden wurde, ja, dass sie das nicht selber in irgendeine literarische Form gießt und herausgibt. Sie entnimmt doch, glaube ich, auch noch einzelne Teile, also 1946 einzelne Teile aus dem Archiv.
also Teile, die sie selbst verfasst hat, also Schreiben und Aufzeichnungen? Ja, sie nimmt was mit, das tun übrigens andere Überlebende auch, deswegen gibt es manche Ringelblumen oder manche Teile, die eigentlich früher im Ringelblumenarchiv waren, die sie heute nur noch in oder die sie heute in Yad Vashem finden, wo es in Warschau das Original nicht mehr gibt. Sie kümmert sich auch später darum, also sie korrespondiert dann von Israel aus und bittet um eine Übermittlung zumindest von Kopien, bei persönlichen Sachen bittet sie tatsächlich um die Originale. Das funktioniert schon, also sie hat das dann in Israel, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob das, also Ende der 50er, Anfang der 60er, ja, hat sie das, sie hat das mindestens in Kopie, aber nein, sie publiziert es nicht. Warum sie es nicht publiziert, weiß ich nicht, wissen wir tatsächlich auch nicht. Also uns fehlt für ihre Tätigkeit in Yad Vashem dann ein Tagebuch darüber, wo sie sowas aufschreiben könnte. Also das wissen wir einfach nicht. Sie hatten es erwähnt, 1950 verlässt sie Polen. Kurze Zeit später wird der zweite Teil des Ringelblumenarchivs entdeckt. Also da ist sie schon gar nicht mehr in Polen. Diese Phase bis 1950, Sie hatten es erwähnt, sie ist sehr aktiv in verschiedenen Kommissionen. Können Sie da noch näher darauf eingehen? Das ist ja auch die Zeit, wo es auch etliche Strafprozesse gibt gegen deutsche Täter, die in Polen geführt werden. Am bekanntesten sicherlich bezogen auf Warschau, der Prozess gegen Jürgen Strop. Spielt sie in solchen Prozessen eine Rolle als Zeugin, als Sachverständige beispielsweise? Und arbeitet sie beispielsweise in der Hauptkommission mit? Also ihre Rolle in der Zeit bis sie Polen verlässt, 1950, wenn Sie da noch drauf eingehen. Auch hier wissen wir tatsächlich relativ wenig, leider. Wir können, also klar ist, sie arbeitet nicht irgendwie für die polnische Strafverfolgungsbehörde. Sie ist eben bei der jüdischen historischen Kommission und es geht ihr, und das ist einfach ihr Antrieb, es geht ihr um die Dokumentation des jüdischer Schicksale, jüdischen Lebens und jüdischer Kultur. Die Verfolgung, die Strafverfolgung der Täter ist nichts, wo sie sich hier primär einsetzt. Und es ist ja tatsächlich auch interessant, dass sie im Eichmann-Prozess sich im Wesentlichen dafür engagiert oder im Wesentlichen versucht, dass dort Überlebende auch als Zeugen gehört werden. Und sie kämpft also dafür, dass der Staatsanwalt hier ein Panorama von Überlebenden bringt. Und am Ende, ja, sie darf dann aussagen, aber viel kürzer, als sie gehofft hatte und viel kürzer, als man ursprünglich auch vereinbart hatte. Und tatsächlich ist sie auch gar nicht glücklich, was der Staatsanwalt macht, weil sie hatte dem also Vorschläge gemacht, die also relativ repräsentativ sind und wo man auch viele Stimmen hört. Und der Staatsanwalt setzt sehr stark aber dafür als Zeugen die Helden des jüdischen Widerstands zu hören. Also da werden dann Yitzhak Zuckermann oder Zvia Lubetkin werden gehört. Wie gesagt, Rachele Auerbach schon auch, aber eben nicht diejenigen, die normalen, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Überlebenden und Opfer, für die sie sich interessierte. Also mehr so, sie ist halt dann auch von ihrer Herkunft her, von ihrem Studium her, sie interessiert sich halt für Sozialgeschichte, für mehr für Alltagsleben und nicht für die Heroen des jüdischen Widerstandes. In den 60er Jahren gibt es dann ja auch von der bundesdeutschen Justiz Ermittlungen zum Warschauer Ghetto. Diese Ermittlungen münden dann auch in Prozessen. In den 70er Jahren beispielsweise der Prozess gegen Ludwig Hahn, deren Chef der Sicherheitspolizei in Warschau. Tritt Rachel Auerbach da auch auf als Zeugin oder kommt sie überhaupt noch mal nach Deutschland jemals?
Nicht, dass ich wüsste, aber ich muss tatsächlich sagen, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Es ist bestimmt schon mehr als 15 Jahre her, dass ich mir dieses Hahn-Verfahren angeschaut habe. Und mich haben vor allem die deutschen Aussagen interessiert. Sie haben es auch angeschaut. Haben Sie noch eine Erinnerung dran? Ich meine mich zu erinnern, dass nur Zeugenaussagen von ihr und auch von Herr Schwasser Zeugenaussagen, dass sie wichtige Zeugenaussagen machen, die auch eingehen, aber sie werden in Israel dann vernommen. Und ich meine, Auerbach käme nicht nach Deutschland. Also sie ist ja auch, glaube ich, eine starke Gegnerin. Gut, das ist eine andere Zeit noch, 1952, des Luxemburger Abkommens, ist sie vehement dagegen. Das wäre jetzt meine Frage, ob sie jemals nach Deutschland gekommen ist. Ich vermute mal nicht. Also nach allem, was ich weiß, war sie tatsächlich nicht in Deutschland, wollte da auch tatsächlich nicht hin, kann man ja auch gut verstehen. Dass die Zeugenaussagen in Israel werden ja sowieso in aller Regel nur aufgenommen. Also es gibt ja in Israel eine extra Polizeiabteilung, die auch aus Überlebenden besteht, die im Grunde nur für die deutschen Behörden arbeiten und dann da Befragungen durchführen. So eine letzte oder eine vorletzte Frage. Da sind Sie im Vortrag, das haben Sie erwähnt, aber sind Sie ein bisschen darüber hinweggegangen. Ihr Überleben, nachdem Sie das Ghetto verlässt, 1943, Auerbach verlässt im März 1943, also kurz vor dem Ghettoaufstand, das Ghetto und überlebt. Wo überlebt sie und unter welchen Bedingungen? Wer hilft ihr da und ist sie später in ihrem Leben da nochmal drauf eingegangen? Wie hat sie das bewertet, das Überleben? Das ist ja immer noch eine Zeit von weit über einem Jahr, anderthalb Jahr, die sie da quasi im Versteck überlebt. An welchem Ort, mit welcher Hilfe? Musste sie das Versteck mehrfach wechseln? Sie wechselt mehrfach das Versteck. Sie ist auch zunächst in Warschau und schafft es dann aber aus Warschau weggebracht zu werden, kommt in der Gegend. Also zunächst ist sie in der Gegend von Świętokrzyskie, also wirklich in Zentralpolen. Und was ihr hilft, sind eben ihre Kontakte auch zum jüdischen Widerstand, der sie ja auch im März 1943 auch schon aus dem Ghetto rausbringt. Also es ist ja nicht so, dass man da einfach durchs Tor spazieren kann. Sie wird also rausgeschleust und im Rahmen dieser Organisation, also der jüdischen Untergrundorganisation, die besteht nach der Niederschlagung des Ghettoaufstandes, die ja annähernd 10.000 Überlebende oder 10.000 Menschen versteckt und für die auch immer wieder neue Verstecke organisiert, sie materiell unterstützt. Von denen wird ihr geholfen und sie hat das Glück, dass sie als gutes Aussehen bezeichnet. Also sie hat zwar, das auf den Fotos gesehen, die hat zwar dunkle Haare, aber die sind nicht ganz schwarzhaarig. Also sie schafft es, als Polin durchzugehen, spricht auch fließend Polnisch, also anscheinend ohne jiddischen Akzent und schafft es so, also natürlich ist man nicht im öffentlichen Leben aktiv, ne? Aber sie kann gelegentlich ihre Wohnung verlassen und schafft es, als Polin durchzugehen zumindest. Eine letzte Frage, bevor ich ans Publikum übergebe. Sie hatten es gesagt, also trotz der zahlreichen Arbeiten von ihr, dann auch in Israel, in Yad Vashem, eine wichtige Institution, wurde sie lange kaum wahrgenommen mit ihren Arbeiten. Liegt das daran, dass sie in erster Linie dann in Israel in Jiddisch publiziert hat? Also warum bekommt sie auch dann so verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit? Ja, es liegt genau daran. Also sie publiziert in Jiddisch und sie ist innerhalb der Überlebenden, die jiddische Zeitungen, die gibt es ja in Israel, gibt es bis heute, gab es damals natürlich viel mehr. Da wird sie schon wahrgenommen, die kennen sie auch. In Yad Vashem hat sie eher einen schweren Stand.
Und zwar im Grunde aus den genannten Gründen. Sie interessiert sich für Sozialgeschichte. Sie macht etwas, sie macht also nicht die zionistische Heldengeschichte vom Widerstand. Das ist etwas, was sie einfach nicht interessiert. Und deswegen kommt es ja zu dieser Entlassung, die dann ja wieder rückgängig gemacht wird. Aber tatsächlich ist auch diese Zeitzeugenabteilung durchaus nicht unumstritten. Nicht, weil man irgendwie sagt, sie würde schlechte Arbeit machen, sondern weil man sagt, das brauchen wir überhaupt nicht. Warum sollen wir denn Zeitzeugenaussagen sammeln?